Ja, meine Freunde, was geht ab? Boah, ich bin hier am Start am Boom Beach Samstag und willkommen zu einem Video, in dem wir zerstört wurden. Ew, nein, wir haben verteidigt. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Schauen wir uns das mal so direkt am Anfang an. Das sah so aus, als wäre meine Base komplett platt gemacht worden. Aber gut, was ich euch letzte Woche gesagt habe, hat sich bestätigt. Also, alle Ressourcenbasen, die wir im letzten Video erobert haben, wurden alle wieder zurückerobert. Und dadurch, dass wir dann beim Sieg von den Ressourcenbasen Siegespunkte bekommen haben, wurde ich dann auch in letzter Zeit dann wieder öfter angegriffen. Also es ist wirklich so, wenn man normal nicht weiter spielt, also wenn man immer die Sachen einsammelt, aber dann nur PvE-Sachen macht, wie zum Beispiel Dr. T und Gearheart und Hammerman und so Kram, also wenn man keine Player-Bases angreift, dann wird man auch nicht von Playern angegriffen, nach einer gewissen Zeit. Ja, aber sobald man wieder in den PvP-Bereich irgendwas macht, also zum Beispiel, wir haben ja Ressourcenbasen eingenommen, greifen einen Player wieder an, beziehungsweise dann taucht man wieder auf der Map von anderen Spielern auf. Sehr schön, also das tut es mir sowieso egal, weil wir alles auf der höchsten Stufe haben und es noch immer kein neues Update gab. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, dass das Update relativ schnell kommt oder zügig, aber ist jetzt noch immer, also ich weiß jetzt noch immer nichts Neues von den Helden und so. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Das ist einer der, ich glaube, es ist der erste Angriff oder der zweite, den ich mit Kryonieren sehe. Und es ist traurig, dass es nicht klappt. Die armen Ice Ladies, hä? Naja, was ich heute für dieses Video geplant habe. Wir kämpfen nochmal gegen den hier, ja, gegen diesen Bad Boy. Ihr seht hier, Ressourcenbasis verloren, Homebase raided, Ressourcenbasis verloren, Homebase raided, Ressourcenbasis, oh, verteidigt. Aber die wurde dann auch wieder von einem anderen gestohlen, beziehungsweise eingenommen. Homebase raided, Ressourcenbasis verloren, Homebase raided, die ganze Zeit. Ja, das war vorher nicht so, vorher war mein Log eher so leer. Aber nachdem wir die eingenommen haben, wie gesagt, das wird dadurch passieren, also so wird man dann wieder zurück ins Spiel gebracht, beziehungsweise in den PvP-Bereich. Also wir kämpfen heute gegen Hammerman, wir spielen nochmal das Imitation Game. Dafür habe ich ganz viele kleine Truppen ausgebildet. Wir benutzen heute All Riflemen, also nur Schützen. Da haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, als wir mit denen gespielt haben, hatten wir auch Medics dabei. Diesmal sind es nur Schützen. Nur Schützen. Die können relativ viel Schaden machen. Aber sie überzeugen nur in der Masse. Ja, also wenn, das heißt, wenn sehr viele sterben, dann ist es rip, 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 rip. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob es in diesem Video klappt. So, beginnen wir. Übrigens, als kleine Info, einfach mal so zwischendurch, jetzt nicht auf ein bestimmtes Spiel bezogen. In nächster Zeit, beziehungsweise in den letzten Tagen, habe ich schon ein bisschen auf YouTube gestreamt. Das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen öfter passieren, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Das sind allerdings alles nur so random Streams und die gehen dann, keine Ahnung, 20 Minuten, 20 bis 40 Minuten. Also nicht so lange Streams wie sonst, so 2 Stunden oder anderthalb, sondern eher so kurze Streams, einfach so random. Also wenn ihr mal auf meiner Seite seid, nein, wenn ihr bei mir auf der Seite oder beim Video, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe es selbst noch nie gemacht, man kann irgendwo so eine Glocke aktivieren, ich glaube, neben dem Abonnieren-Knopf, ich finde das alles so unnötig, die Funktion von YouTube, aber mir wurde gesagt, falls man die Glocke aktiviert, wird man benachrichtigt, falls ich auf YouTube einen Stream starte, also wenn ihr irgendwann dabei sein wollt und nicht das dem Schicksal überlassen wollt, ob ihr dann zufällig on seid oder nicht, dann könnt ihr diese Glocke gerne aktivieren, damit ihr dann Bescheid wisst, falls ich streame. Ich habe keine Ahnung, ob das sonst noch irgendwelche Vorteile bringt. Ich glaube, man wird einfach informiert, wenn ein neues Video kommt und wenn ich streame. Mehr glaube ich nicht. Wie gesagt, diese Glocke ist relativ in Anführungszeichen neu. Ich habe das bei keinem einzigen YouTuber gemacht. Ich soll es vielleicht mal selbst testen, dann weiß ich, was da genau passiert. Aber könnt ihr machen, wenn ihr irgendwelche Streams von mir sehen wollt. Also momentan war es so, einmal Summoners War, einmal Clash of Clans. Nachher, nachdem ich dieses Video aufgenommen habe, werde ich das Summoners War Video, das ich eigentlich für morgen aufnehmen wollte, streamen.
Das ist eigentlich mega cool. Dann bin ich, dann seid oder sind die Leute beim Video dabei, die können mir dann bei Entscheidungen helfen oder können irgendwas beeinflussen oder fragen oder irgendwas. Ich kann denen dann irgendwas zeigen, was sie sehen wollen, wie zum Beispiel die Runen von einem Monster oder so. Und für die Leute, die keine Zeit haben oder das verpassen, die bekommen den Stream einfach am nächsten Tag hochgeladen. Und das spart mir sogar Arbeit, weil ich dann das Video nicht schneiden muss, weil das dann einfach direkt fertig ist. Das ist dann zwar ein bisschen anders als ein normales Video, aber ich denke, so die Abwechslung normales Video-Stream tut ganz gut. Also mir macht es auf jeden Fall mega Spaß, auch wenn es bei den ersten Malen ein bisschen chaotisch war. Ich meine, ich wollte die Funktion eigentlich für mich testen. Und dann plötzlich bin ich live und dann sind da 300 Leute. Einfach so von jetzt auf gleich, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Ich so, was? Bin ich live oder was? Das war ganz lustig, also ich hätte nie gedacht, dass ich so plötzlich live bin. Ich dachte erst, da kommt so, wollen sie den Stream starten oder so. Nö! Wenn ich da auf Livestream starten im wie heißt es? In dem Programm OBS, glaube ich. Wenn ich da draufklicke, dann ist der Stream direkt live. Ich dachte, YouTube hat noch so eine extra Funktion oder stellt noch so eine Frage. So, sind Sie sicher, dass Sie den Livestream live, also dass Sie den Livestream starten wollen, dass es jetzt ab sofort live ist? Nö, einfach so direkt live. Ich so, oh hi, jetzt kommen da so Leute so im Chat so, hey Heaven, hey, oh my God, Livestream. Ich so, was? Eigentlich war es nicht geplant, das ist direkt live. Ich wollte nur was testen, ja. Also ich wollte quasi nur selbst mal die Einstellung testen, wie es aussieht, ob es vom Bild her okay ist. Aber ja, dann war ich auf einmal so live. Und gestern dann, oder vorgestern dann für euch, im COC-Stream war es so, dass alle Leute geschrieben haben, Heaven, besuchst du mich? Heaven, kannst du meine Base bewerten? Alle! Und ich war ein bisschen überfordert mit den Clan-Tags rausholen und so, weil der Chat ging einfach so schnell, ja, also die Meldungen vom Chat einfach so, und dann habe ich die ersten drei Buchstaben von dem Clan mir aufgeschrieben und dann habe ich den Rest schon wieder vergessen. Wie gesagt, alles noch in der Anfangsphase, das waren meine ersten Streams auf YouTube und normalerweise habe ich ja immer auf Camcord gestreamt. Das Ding ist, ich glaube, ich kenne mein Passwort nicht mehr und YouTube ist einfach so einfach. Ja, es ist einfach. Ich meine, ich streame da. Und das Video wird dann direkt gesichert und ich kann es dann am nächsten Tag einfach hochladen, ohne dass ich es nochmal extra auf YouTube hochladen muss. Nehmen wir mal an, ich streame auf Camcord oder auf Twitch. Damit ich das hochlade, dann muss ich, also damit das auf YouTube ist, muss ich das dann erst bei der Seite runterladen bzw. speichern. Ich weiß nicht, wie es geht. Das kann man bestimmt schnell rausfinden und das geht bestimmt easy. Aber danach muss ich das noch auf YouTube hochladen. Und das kostet natürlich wieder Zeit. Weil das Hochladen bei längeren Streams dauert lange. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, es sind kürzere Streams. Aber selbst 30 bis 40 Minuten, ich weiß nicht, in welcher Qualität das dann in Video umgewandelt wird, kann sehr lange zum Hochladen dauern. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der Smoke nicht aufhört. Deswegen geht ihr mal jetzt schnell da oben rechts in die Ecke. Hat nochmal gerade so gut gegangen. Okay. Also wir müssen bedenken, wenn wir Smokey Rifleman nehmen, die sind slow as fuck. Ja, die sind sehr slow. So, ich glaube, hier können wir stehen bleiben. Wir setzen ein Medkit drauf, vielleicht ein bisschen zu früh, aber egal. Und dann schocken wir einfach nur gleich den Shock Blaster, sobald er uns treffen kann, und den Rest erledigen die Schützen alleine. So, GG. So, und jetzt können die alle da drauf schießen. Der Raketenwerfer trifft uns, aber easy game. Das ist eine schlechte Base, mein Freund. Das war nice. Da musste ich einfach Smoke benutzen. Ne? Einfach so rechts dran vorbei, nach hinten gehen. Auch wenn wir kurz, naja, teilweise getroffen wurden, war es relativ einfach, mit den Schützen nach hinten zu gehen. Wow, mal sehen, wie die nächste Base wird. Haben wir hier wieder die Möglichkeit. Oh, wieso grüne? Haben wir hier wieder die Möglichkeit, nach hinten zu gehen. Allerdings ist hier ein bisschen hässlicher. Wir müssten hier schocken. Und da könnten wir uns reinstellen. Wir können quasi nach hier gehen, dann trifft er uns nicht. Dann müssten wir zwei Schocks, einmal hier das und einmal das da. Nur hat er auf der rechten Seite ein paar Minen gesetzt. Das ist herzlich. Aber lasst es uns einfach mal versuchen. Ich meine, selbst wenn wir sterben, haben wir noch Versuche,
übrig. Also ich meine, man hat hier mehrere Versuche. So, ich schicke das Boot mit den 9 voraus. Wir benutzen diesmal gar keinen Dingsbums, gar keine Diamanten, um die wieder aufzufüllen. Das klappt so. Ich habe Vertrauen in meine Schützen, die hier bei den Minen schon alle sterben. Hilfe, vielleicht war es doch keine so gute Idee, das zu machen. Vielleicht hätte ich die vorher aufladen sollen, also auffüllen. So, wir gehen jetzt nach da oben, wenn die da alle versammelt sind. Gut. Smoke. Müssten relativ safe sein. Perfekt. Die Mine, da laufen die nicht rein, Gott sei Dank. Und dann gehen wir nach da oben und dann der letzte Smoke. Und dann können wir gleich ein Medkit draufsetzen und dann die zwei Sachen schocken. Der Raketenwerfer kann uns so nicht treffen, das ist perfekt. Und wir sind noch optimal. Zwei laufen aus dem Smoke raus, aber es ist okay. Es passt vollkommen. Und ja, das müssen die eigentlich gut hinkriegen. Ich habe Vertrauen und ich hoffe, dass meine Leute das jetzt gut hinkriegen. Los, Schützen. Easy Game. Smoky Schützen. So gut, also es klappt nicht immer. Aber bei manchen Bases, die es anbieten, kann man einfach machen. Und es war jetzt, naja, für eine Sekunde grenzwertig da unten bei den Minen. Aber ansonsten war es eigentlich mega easy. So, next Base, next Stage. Wo ist Hammerman? Hä? Wie war das da? Oh mein Gott, wartet. Waren das jetzt alle Stages? Wie viele gibt's? 7, ne? Wartet. Als ob. Wir haben das jetzt so in 10 Minuten durchgerusht und die Krieger haben alle... Wir mussten die Krieger keinmal aufladen. Die haben das einfach so geschafft. Ey, ich dachte nicht, dass das die letzte Stage wäre. Wow. Okay, das ging mir irgendwie ein bisschen zu schnell. Aber okay, da sieht man mal, wie gut unsere Schützen sind, hä? Die sind epic. Ich habe eben diese Holzbasis hier gesehen, die holen wir uns jetzt einfach wieder zurück. Das ist ja die, wo der Typ das einfach leveln will. Die holen wir jetzt ganz kurz. Wir tun dem Gefallen, ja? Wir sind lieb heute. Wir tun dem Gefallen. Der will die ja zurückhaben. Wartet. Das ist die. Ja, passt auf. Ja, ihr denkt euch jetzt, was macht der Typ da? Das ist die, die unglaublich viel AP hat. Und jetzt will ich sehen, wie viel er wirklich drauf hat. Weil der Typ müsste ganz viele blaue Statuen haben. Sonst wird so eine Level 30 Ressourcenbasis nicht viele HP haben. Hä? The fuck? Wieso dauert die einfach viel länger als die anderen? Wieso ist der Outpost Level 22 und wir haben bestimmt noch eine niedrige irgendwo? Eine 24er hier. Das ist komisch. Ich dachte, die hat irgendwie viel mehr HP. Wir machen die mal kurz zum Voll. Die kam mir irgendwie so vor, erinnert euch ans letzte Video, die kam mir so vor, oder es kam mir so vor, als hätte die einfach viel mehr HP als alle anderen. Wir werden es jetzt herausfinden, wie es hier aussieht. So, wir machen jetzt erst die Gebäude kaputt. Gut. Und dann machen wir den Outpost kaputt. Schaut euch mal an, wie schnell der Outpost kaputt geht. Ich meine, wenn man Gebäude kaputt macht, wird dann dadurch dann auch direkt HP von dem normalen Tower abgezogen. Aber jetzt zum Vergleich. Die 30er war hier. Jetzt zum Vergleich, das dauert einfach... Wir machen die vorher kaputt, ja? Zack. Das müsste eigentlich reichen. Ja, es passt. Okay. Jetzt haben die doch nicht so viel HP. Aber wir gucken mal, ob es trotzdem noch lang dauert. Es dauert meiner Meinung nach trotzdem viel länger als eben. Oder eben war es einfach so... Bam. Frag mich nicht, was das für ein Soundeffekt war. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, als wäre es Tank hier. Aber es geht. Naja. Ging das Video irgendwie mega schnell vorbei. Ich weiß nicht, was da mit den Schützen los war. Die sind OP. Mega gut. Also Schützen sind richtig gut. Lustig zu spielen. Macht immer Spaß mit denen. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich sehr auf das nächste Update. Ich hoffe, dass es demnächst kommt. Wie gesagt, ich weiß nichts Neues. Ich wünsche einfach, dass es cool wird. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Boom Beach Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann hoffe ich, dass wir... nächste Woche ein neues Update im Video testen können. Ah, das wäre so toll. Aber abwarten, vielleicht dauert es ja dann doch noch mehr als nächste Woche, sondern so eher so, keine Ahnung, einen Monat.
I don't know, ich weiß nichts. Hier, also es kam auf jeden Fall ein neues Video, aber noch nichts zu enthalten. Jedenfalls haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.